Toni. Laut Umfrage klare Favoritin im GNTM-Finale für die Zuschauer ist Toni, 18, Stuttgart, die Top-Favoritin auf den GNTM-Thron 2018. 51% wählten die Finalistin in einer nicht repräsentativen Umfrage. 1498 Teilnehmer zu Germany's Next Topmodel 2018. Toni rechnet sich gute Chancen aus. Ich werde GNTM 2018, weil ich nicht nur die Kunden immer wieder von mir begeistern konnte, sondern der Jury zeigen konnte, wie wandelbar, speziell und besonders ich bin. GNTM Finale. Welche Kandidatin wird Germany's Next Topmodel 2018? Tonis härteste Konkurrentin sehen die Zuschauer in Bier, 22, München. Für ein knappes Viertel der Abstimmenden wird die Studentin das Rennen um den Titel Germany's Next Topmodel für sich entscheiden. Bier setzt auf Leidenschaft. Je mehr einem der Job Spaß macht, desto besser kann man ihn ausführen. Ich liebe diesen Job, und genau deswegen werde ich GNTM 2018. Geht es nach den GNTM-Fans, haben Duolene, 20, Klein-Winsenheim, und Christina, 22, Dudenhofen, die geringsten Chancen auf den Sieg. 15% der Teilnehmer sehen Duolene auf Platz 1 bei GNTM und 10% Christina. Duolene gibt sich vor GNTM-Finale siegessicher. Duolene ist dennoch siegessicher, ich werde GNTM 2018, weil ich nicht nur mit Gesang und Aussehen überzeugen kann, sondern auch mit Ausstrahlung und Persönlichkeit. Ich bin bereit für das Finale. Auch Christina arbeitet hart für den Titelgewinn. Ich werde GNTM 2018, weil Modeln meine Leidenschaft ist und ich es liebe, was dieser Job mit sich bringt. Mit Fleiß und Ehrgeiz möchte ich mir meinen Traum erfüllen. GNTM Finale 2018 mit Fotograf Renkin und den Dreckwins. Im wichtigsten Moment bei GNTM vertraut Jurychefin Heidi Klum ihre Finalistinnen einem ganz besonderen Fotografen an. Modefotograf Renkin kommt für die Finalshow nach Düsseldorf und shootet mit den Topmodel-AnwärterInnen live auf der Bühne des ISS-Domes. Außerdem hat Heidi Klum zwei Altbekannte aus der aktuellen Staffel in petto. Die Dreckwins lieferten sie mit den GNTM-Models eine unvergessliche Show ab, im Finale wollen sie diese noch toppen. Heidi Klum hat die Dreckqueens aus L.A. zur großen GNTM-Finalshow eingeflogen. Mit ihren schillernden Outfits, dem kunstvollen Make-up und mörderischen High Heels geben sie bei einer Tanzperformance mit den FinalistInnen noch einmal alles, um ihren GNTM-Win auf dem Weg zum Sieg zu unterstützen. Shawn Mendes, Meteore, Vincent Weiss und Co. rocken das GNTM-Finale. Das Beste vom Besten ist für das GNTM-Finale gerade gut genug. Die Weltstars Shawn Mendes und Meteore präsentieren in der großen Finalshow ihre neuesten Songs. Für das Musikvideo zu Ein Wunder von Vincent Weiss standen die Topmodel-AnwärterInnen Bia und Toni vor der Kamera. Im GNTM-Finale steht der Popstar. Hier könnt ihr Audible kostenlos testen. Nun für die FinalistInnen auf der Bühne. Und nicht zuletzt heizt mit Crow Deutschlands Rapperkönig dem GNTM-Publikum ein. Das sind die FinalistInnen vom GNTM-Finale 2018. Team Michael Michalski, Weiss, Duolene, 20. Sängerin aus Klein-Winsenheim, Bier, 22, Studentin aus München, Toni, 18, Schülerin aus Stuttgart. Team Thomas Hajo, Schwarz, Christina, 22, Kauffrau aus Dudenhofen,